1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de oder faxt unter 0800 220 5051. Christine, 50 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Christine. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, ich wäre jetzt lieber in deiner Position als in meiner. Es geht darum, ich liebe einen Mann sehr, wie noch keinen Mann in meinem Leben vorher. Ja. Er ist 10 Jahre älter als ich, hat aber ein Problem. Also ich komme aus Hannover. Mhm. Und dort lebe ich auch. Der Mann hat Familie. Und gut, okay. Du bist aber solo. Ich bin solo, ja. Ja, ja. Und er sagt, er liebt mich über alles, wie noch keine Frau in seinem Leben. Und er hat auch sowas noch nie erlebt wie mit mir. Muss ich also auch bestätigen, mir geht's genauso. Was ja wahnsinnig ist, wenn man mit 60 sagt, ich liebe diese Frau, wie noch nie ich in meinem Leben geliebt habe. Ja. Das ist ja eine Aussage. Das ist eine starke Aussage. Wie lange seid ihr schon jetzt miteinander zugange? Seit guten halben Jahr. Mhm. Und es ist wunderschön. Ich muss wirklich sagen, ich habe sowas auch noch nie erlebt. Und ich dachte auch gar nicht, dass es, wie sagt man, so eine späte Liebe gibt, ja. Mein Problem ist nur, ich bin solo, aber er hat Familie. Ja. Und er hat ein Jugendproblem, in dem er von seinem Vater verlassen wurde, was er seinen Kindern nicht antun will, was ich verstehe. Wie alt sind denn seine Kinder? Die sind mittlerweile erwachsen, also zwischen 17 und 26. Wie ist seine Ehe? Ja, da sagt er, das ist nur eine gute Freundin. Mhm. Und also sie haben schon lange nichts mehr miteinander. Mhm. Er hat während der Ehe, also sprich vor meiner Zeit, auch mehrere Beziehungen schon gehabt. Ja, streiten sie oft? Ich weiß es nicht, muss ich sagen. Er sagt, sie sind gute Freunde. Ja. Also der Sinn und Zweck soll einfach sein, die Familie aufrecht zu erhalten, zusammenzuhalten. Mhm. Die Kinder sind noch zu Hause. Mhm. Und aber ich komme da teilweise nicht damit zurecht, weil ich auch eifersüchtig bin auf die Frau. Ja. Wo habt ihr beiden euch denn kennengelernt? Das war im größten Stadtgewimmel in Hannover. Ja, und wie, mitten im Gewimmel? Mitten im Gewimmel. In der Fußgängerzone? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Er hat mich angesprochen und angequatscht. Und so kamen wir ins Gespräch und wir haben uns dann irgendwann getroffen. Und hat er dich einfach angesprochen, weil er dich nett findet, ja, attraktiv genau. findet? Er hat gesagt, er hat mich gesehen und ich habe ihm gefallen. Er geht aber ran, ne? Ja. Er geht aber ran. Ja. Mann. Und ich muss sagen, er hat mir auch gefallen und ich war halt dann ein bisschen, so nach und nach kam dann raus, okay, Familie und naja, Gott. Wie lange warst du vorher solo? Seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Mhm. Ja. Hast du Kinder? Nein. Mhm. Nein. Mhm. Und jetzt ist das in diesem halben Jahr, ist das eine richtig heiße, große, innige Liebe. Ja, oder? Genau. Ihr trefft euch oft? Ja, also schon, also es war das Wochenende und unter der Woche einmal, also von einem Tag auf den anderen. Auch, ihr schlaft auch miteinander? Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und es ist wirklich, es ist wunderschön, ich möchte fast sagen, es ist fast zu schön. Jetzt ist das Problem, so habe ich das jetzt verstanden, dass er quasi dir überhaupt gar keine Hoffnungen macht, nichts in Aussicht stellt, dass er sich eventuell von seiner Frau trennt, um mit dir zusammen zu sein. Ja, er möchte nichts, er möchte jedem Menschen recht tun. Und ich habe ihm schon einmal gesagt, jedem Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Und ich kann ja verstehen, wenn er schlechte Erfahrungen gemacht hat früher, wenn die Familie auseinandergebrochen ist, dass er da eine gewisse Hemmung hat. Ja, andererseits sind die Kinder ja fast aus dem Haus, seine Kinder. Eben, und er meint aber, das müsste alles sorglich geschehen und alles mit wie sagt man, dem Bedacht und dass die Kinder nicht verletzt würden und so. Ist ja auch richtig so. Und das ist ja in Ordnung, aber ich komme mir halt irgendwie doch noch verleugnet vor, wobei angeblich seine Frau über mich Bescheid weiß. Aha.
Und ja, doch, die wüsste das alles. Und wie hat die angeblich darauf reagiert, dass du da bist? Ja, die, also wie gesagt, sie sind eigentlich nur der Familie, der Kinder wegen, dass die Familie zusammengehalten würde. Und glaubst du ihm das, dass er da, wenn er es allen recht machen will, dass er das dann ihr erzählt hat schon? Ja, ich weiß es nicht, ob ich es glauben soll, ganz ehrlich gesagt. Also ich habe sie noch nicht am Telefon gehabt. Ich rufe auf zu Hause nicht an, ich rufe nur über sein Handy an. Ist er denn so ganz locker und offen, wenn ihr in die Stadt geht? Oder hat er doch ja, Angst? Doch, das doch. Ja. Also er verheimlicht mich nicht. Ja, also ja. Das auch da auf dem Land, also wo wir da oft zusammen sind, die Leute kennen ihn und mittlerweile also auch Also Christine, ich finde, dass du schon ein bisschen geduldig sein solltest. Ja. Ein halbes Jahr ist ja noch relativ wenig, sage ich mal. Wie lange? Ja. Er hat ja eine sehr lange Ehe wahrscheinlich hinter sich. Ja. Ne? Ja. Sodass man, ich finde, dem anderen auch immer so ein bisschen schon auch eine Chance und auch einen Zeitrahmen geben sollte, weil das bedeutet für ihn ja wirklich eine ganz große, gravierender Einschnitt vermutlich für sein Leben, wenn er sich trennen würde von seiner Frau. Ja, ich möchte halt nur nicht, die Besorgnis habe ich eben, weil ich manchmal denke, okay, das ist ganz klar, er verzichtet eigentlich auf nichts, er hat zu Hause seine Familie, er hat seine Frau, darauf, er hat bei mir das, was er bei seiner Frau nicht bekommt. So, darauf wollte ich jetzt hinaus. Ich finde, dass du ihm einen gewissen Zeitrahmen geben solltest. Ja. Aber du darfst auch nicht zum Deppen eben, werden. Ne? Eben, und die Befürchtung habe ich, dafür wäre ich mir zu schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn, wenn er sagt, mit seinen 60 Jahren, so etwas hätte er noch nie erlebt mit einer Frau, wie mit dir. Obwohl er schon Beziehungen vorher hatte. Ja. Ist das eine irre Aussage, wenn es wirklich ernst gemeint ist? Wenn du sagst es dir, glaube ich es, wir reden ja miteinander, du sagst, ich habe mit meinen 50 Jahren noch nie so eine Liebe erlebt. Das ist auch dann so. Dann ist das, wenn beide die Wahrheit sagen, ist das so irre, dass eben beide wirklich bescheuert wären, auf Deutsch gesagt, wenn sie dieses Glück nicht beim Schopf packen würden. Ja, eben. Und das muss man ihm dann auch so klar machen. Ja, eben. Ich finde, über einen gewissen Zeitraum hinaus... Und wie lange sollte der Zeitraum sein? Das ist eben für mich so ein Ding, wo ich sage, okay, wann werde ich zum Deppen und wie lange kann ich es hinnehmen? Gibt es sicher keine allgemeingültige Zahl, aber ich sage jetzt mal so einfach so aus dem Bauch raus. Ja. So ein halbes Jahr, gib ihm noch. Mhm. Aber mit der klaren Formulierung ihm gegenüber, dass du dieses große Glück, was er angeblich auch so empfindet, dass du mit ihm zusammen dieses Leben möchtest. Ja. Und die Voraussetzungen sind gut. Seine Ehe ist nicht mehr eine funktionierende Ehe. Ja. Die Kinder sind so gut wie aus dem Haus. Ja. Also wenn das eine gute Freundschaft ist, dann kann man sich auch in guter Freundschaft trennen und weiterhin gute Freunde bleiben. Weißt du, ich habe halt ein bisschen Befürchtungen. Die sind 68er, die sagen dir wahrscheinlich was. Die haben ja so eine offene Ehe geführt, nicht? Und nicht, dass er, weil er so manchmal die Ausführung, vielleicht verschmelzt sich ja alles irgendwann mal und warum ich denn nicht seine Frau mal kennenlernen möchte. Mhm. Und irgendwie hört es halt da bei mir auf, nicht? Wo ich sage, okay, irgendwo ist eine Grenze. Oder ist es wirklich so ein Harmoniesüchtiger, wie du gerade gesagt hast? Ja, der will schon. Er möchte, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, er möchte auch keinem wehtun, jedem Menschen recht tun. Ja, er möchte keinem wehtun. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Er möchte keinem wehtun, aber er will auch für... feige irgendwie. Ja, und er will auch für sich alles so schön wie möglich haben. Ja, ne? Genau. Und das geht eben nicht. Das muss man dann auch dem 68er mal klar machen. Ja, ne? Genau. Dass wir jetzt in anderen Zeiten leben. Ja, eben. Und das ist eben so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, wann kann ich denn oder wann muss ich für mich den Punkt setzen? Ja. Also ich verstehe deine Position, würde jetzt raten, dich ein bisschen runterzufahren, aber ihm klar deine Linie zu sagen und für dich vielleicht so eine halbe Jahresfrist noch dir zu geben. Mhm. Mit dem großen Argument, wenn das wirklich für ihn auch die Wahnsinnsliebe ist, dann müssen wir das auch gemeinsam leben. Ja. Alles Gute, Christine. Okay, darf ich noch ein Autogramm von dir haben? Ja, dann leg bitte auf, wir rufen dich an wegen der Anschrift. Okay, das ist lieb. Tschüss. Alles Gute für dich. Danke. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wir haben eine freie Themennacht jetzt heute hier live im WDR Fernsehen. Und im Radio bei uns live. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, diskutieren wollt, streiten wollt, wie auch immer, dann meldet euch. Nilgün, genau. 19 Jahre alt. Ja. Und zwar, Domian, habe ich ein Problem am Rücken. Am Rücken? Ja, genau. Ich habe Rückenschmerzen. Du Arme. Ja, und das seit 1,5 Wochen schon. Und ich war auch beim Arzt und habe auch mit ihr geredet und habe gesagt, ich habe was am Becken, am Rückenmark, kann man auch so sagen,
so einen runden, so groß wie eine Nuss, ein bisschen größer als eine Nuss. Mhm. So ein Tumor, sagen die halt. Wie, die sagen, du hast einen Tumor am Rücken? Ja, genau. Also das ist dann nicht mehr lustig. Das sind nicht irgendwie Rückenschmerzen, das ist eine schwerwiegende Erkrankung. Ja, genau. Und meine Hausärztin meint, das ist kein Tumor. Aber dann hat sie eine Überweisung geschrieben. Halt, wer hat denn gesagt, das ist ein Tumor? Meine Hausärztin. Der Chirurg. Achso, du warst erst bei dem Chirurg und dann beim Hausarzt? Nee, erst bei der Hausärztin. Achso, die hat gesagt, das ist nichts Schlimmes. Da nimmst du Antibiotikum. Verstehe, und die hat dich dann zum Chirurg und der hat gesagt, das ist ein Tumor. Erst zum Orthopäden. Der Orthopäde meinte, das mache ich nicht, gehen Sie lieber zum Chirurgen. Ja. Ja, und dann bin ich zum Chirurgen gegangen. Ja. Meint er so, das wäre halt ein Tumor. Ja. Und dann habe ich gesagt, ist das halt jetzt die schlechte Variante oder die gute Variante halt? Es gibt ja zwei verschiedene Tumoren halt. Und dann hat er gesagt... Gutartig und bösartig. Ja, gutartig. Und dann habe ich gesagt, das hat er einfach so gesagt, ohne eine Gewebeprobe entnommen zu haben? Ja, genau. Ja. Das ist mir aber sehr seltsam. Eine Frage noch zu diesem Knüppelchen, das du da am Rücken hast. Ist das, wie groß ist das ungefähr? Bisschen größer als eine Nuss. Eine Nuss, ja. Okay, erzähl mal weiter. Ja, und ich kann mich kaum hinsetzen. Oder ich setze mich gar nicht mehr hin und kann mich auch nicht mehr bücken. Ja. Ja. So, jetzt bist du doch völlig verunsichert. Da sagt der eine Arzt dieses und der andere Arzt sagt das. Ja. Deine Hausärztin sagt, es ist kein Tumor. Was passiert denn jetzt? Ja, die Hausärztin meinte, ich habe mit dem Chirurgen geredet. Ja. Und er meinte nicht, dass das ein Tumor ist. Mhm. Das verunsichert mich auch, weil die haben überhaupt nichts gemacht. Die haben nur Blutabnahme gemacht bei mir. Mhm. Und halt... Was soll denn jetzt passieren? Ja, ich soll am Montag jetzt vor uns operiert werden am Rücken. Aha. Und der Chirurg meinte 50-50. Entweder ich kann wieder gehen oder ich bleib im Rollstuhl sitzen. Ach du lieber Himmel. Also das ist aber alles sehr seltsam. Einmal sagt der Chirurg, das ist ein gutartiger Tumor, ohne dass er ihn untersucht hat. Na gut, vielleicht kann er es sehen mit seiner Erfahrung. Aber offensichtlich ist der chirurgische Eingriff kompliziert, dass man das nicht nur einfach so oben von der Haut weg schneidet, sondern dass es tiefer gewachsen ist. Ja, das sitzt genau auf dem Nerv. Ja, und das heißt, das ist so eine risikoreiche Operation, dass du unter Umständen, wie du es gerade gesagt hast, hinterher im Rollstuhl sitzt. Ja, und das kann ich überhaupt nicht haben, weil ich mache so gerne Sport. Sport ist mein Leben, kurz gesagt. Was rät dir denn deine Hausärztin? Sagt die, du sollst es machen lassen? Ja. Aber ich bin mir so unsicher, weil ich habe meinen Eltern überhaupt nichts gesagt. Ich habe gesagt, das wird eine kleine OP und das ist nichts Schlimmes und das halt wieder so in ein paar Wochen so. Hat denn dieser Arzt gesagt, dass Eile geboten ist, dass man das sehr schnell machen muss, dass er sich nicht vielleicht noch mehr verwächst? Weil das wächst auch ein bisschen so. Ja. Das war ein bisschen kleiner. Ja. Nach einer Zeit wurde das halt größer, aber... Ich frage es deshalb, weil wenn man so verunsichert ist, ist es ja immer gut, wenn man noch einen anderen Arzt hinzuzieht. Und wenn der dritte oder der vierte Arzt auch sagt, das muss gemacht werden und das Risiko ist nun mal so, dann muss man es machen lassen. Aber wenn du jetzt so unsicher bist, dann wäre ich fast wirklich geneigt zu sagen, nun sagst du, Montag ist schon der Termin. Also morgen habe ich auch einen Termin im Krankenhaus zur Voruntersuchung nochmal. Mhm. Und die wollen mir dann halt alles Genaue sagen. Mhm. Jetzt Blutabnahme wollen die nochmal machen, habe ich eigentlich schon. Blutabnahme ist alles in Ordnung, Urin und dies und das. Ja, aber es geht ja offensichtlich um den chirurgischen Eingriff, dass der gefährlich ist, weil da Nervenbahnen eventuell zerstört werden könnten. Also im Grunde genommen, wenn es mich betreffen würde oder wenn wir jetzt auch privat bekannt wären, würde ich immer sagen, komm, wenn du so unsicher bist oder wir so unsicher sind, lass uns noch schnell irgendwie einen anderen Arzt hinzuziehen, einen ganz anderen Arzt. Ja, der Orthopäde meinte auch, das wäre nicht schlimm, das wäre nur halt, wie sagt man das schnell, Muskelverzerrung.
Er hat so gesagt. Also wenn der das so sagt, dann... Alle drei haben verschiedene Meinungen und der Chirurg ist ein Professor. Das heißt nicht immer was. Und ich bin so verunsichert, weil nur meine beste Freundin weiß Bescheid und kein anderer. Also, Neil Green, so ist das richtig Neil ausgesprochen. Green. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie man das jetzt noch irgendwie umorganisieren kann. Aufgrund deiner, nur deiner Verunsicherung, würde ich sagen, organisiere so schnell wie möglich einen Termin noch bei einem anderen Arzt und sage diese OP am Montag ab. Sag ich jetzt so. Ich sage es jetzt mal so. Wenn ich selbst so verunsichert wäre, ist jetzt aber noch eine ganz wichtige Frage. Die ist eine ganz wichtige Frage. Haben die zu dir gesagt, es kommt jetzt quasi auf eine Woche an? Aber Domian, das Beste ist ja noch, meine Hausärztin, die hat mir eine Einweisung ins Krankenhaus geschrieben. Da steht geplante stationäre Aufnahme am 19.01.2004, Tumorentfernung. Also erst sagt sie, ist kein Tumor und dann auf der Einweisung steht, das ist ein Tumor. Merkst du denn bei dir, dass es dir täglich schlechter geht oder ist es eigentlich relativ konstant jetzt gewesen die letzte Woche? Also ich habe durchgehende Schmerzen, ich nehme auch Tabletten ein, die bringen mich dann andauernd zum Schlafen. Ich schlafe nur noch die ganze Zeit. Also ich bin natürlich jetzt hier in einer verzwickten Situation. Ich kann dir natürlich keine medizinische Beratung hier geben. Ja, ne? Ist dir völlig klar, dass ich das überhaupt nicht kann und auch die Verantwortung dafür niemals tragen könnte. Aber so mein gesunder Menschenverstand sagt mir, wenn da so viele Ärzte so unterschiedliche Dinge sagen und du als Patientin so verunsichert bist, würde ich würde mich nicht so schnell, also jetzt sofort unters Messer legen. Ich würde erstmal noch eine Information einholen. Jetzt wollen wir mal gucken. Es gibt ja Verbände, Patienten, Beratungsverbände und weiß ich was, wie man das nennt, in Deutschland. Ich möchte jetzt, dass du mal mit meinem Psychologen sprichst. Wir sind hier ja ausgerüstet mit allerlei und sehr vielen Anlaufstellen und Telefonnummern. Vielleicht finden wir für dich noch eine gute Telefonnummer zur Beratung für so ein spezielles Problem, dass du morgen vielleicht ganz schnell noch anrufen kannst. Ja. Also meine Grundhaltung hast du gemerkt, ne? Meine Grundhaltung ist Vorsicht und lieber noch Informationen einholen. Es sei denn, es ist akuter Handlungsbedarf notwendig. Das kann ich natürlich nicht beurteilen jetzt von der Ferne. So, jetzt legst du auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Okay. Und ich hoffe, dass alles richtig gut läuft, wie es auch immer läuft. Alles Gute von Herzen. Deine Sendung ist total super, dankeschön. Dankeschön, sehr lieb von dir. Tschüss. Ja, tschüss. Werner, 55, guten Morgen. Hallo Werner. Ja, hallo Domian. Ja. Ich weiß, komme ich rüber? Ja, absolut. Und wie? Das ist prima. Volle Kanne. Das, okay. Ja, um was geht's denn? Ich hab ein Problem. Ich weiß zwar nicht, ob er mir da helfen kann, weil ich also wirklich unheimliche Probleme. Es macht sich jetzt anhören wie ein Hitchcock-Film oder wie ein Stephen King-Film. Vor 7 Jahren ist mir Folgendes passiert. Mein Sohn hatte Geburtstag, wurde 25 Jahre alt, ist aus dem Haus gegangen und hatte, noch Geld mitgenommen aus meinem Portemonnaie. Durfte auch, er hat ja Geburtstag gehabt, nur er ist von Bochum nach Essen gefahren, nach Essen nach dem Hauptbahnhof, ist er in eine Rauschgiftszene reingekommen. Wie, während der Fahrt, an dem einen Abend? Ja, ich war ja nicht dabei. Nee, aber es ist an dem Abend passiert. Ja klar, am 25-jährigen Geburtstag von ihm. Ja, okay, erzähl mal weiter. Da ist er nach Essen gefahren und dann hat er mit einem Kumpel, der ihn hier auch mehr oder weniger abgeholt hat, den ich aber auch nicht kannte. Und dann sind die nach Essen gefahren, haben sich Heroin eingekauft. Das heißt, das fällt aber nicht so vom Himmel. Das hat er vorher auch schon gemacht wahrscheinlich. Nein, hat er nicht. Na. Hat er nicht. Na okay, erzähl Nein, weiter. Ganz ehrlich nicht. Also deswegen ist es ja auch passiert. An dem Tag ist mein Sohn verstorben. Der eine war es gewohnt, mein Sohn war es nicht gewohnt.
Das heißt, du hast die Vermutung, der andere hat ihn da mit reingezogen und hat ihn animiert, richtig, zu machen. Ah, ja, richtig. Verstehe. Ja. Und der andere, der hat sich genau das Gleiche, sagen wir mal, ich habe mich in der Szene dann danach umgehört, gedrückt, sagen die ganz einfach, ne? Mhm. Das war der Vorfall von vor 7 Jahren. Ja. Du hast gerade das Gespräch aufgemacht, das ist hier wie Stephen King, was ich erzähle. Ja, pass auf. Auf was kommt's jetzt? Ja, jetzt pass auf. Jetzt kommt. Der Kumpel oder die beiden Kumpel, die dabei waren, die haben meinen Sohn nicht ärztlich versorgt oder irgendwie was, sondern die haben den in einem Feld abgelegt. Und weil das der 25. Juli war, das war ein Hochsommer gewesen, ist mein Sohn im Feld auch verstorben und wurde von Vögeln, also von Elstern oder von Raben, aufgefressen. Von meinem Sohn blieb nur noch lediglich das Skelett über. Ach. Wie lange hat man nach dem Versterben? Drei Monate. Nach 3 Monaten hat der Bauer, dem das Feld gehörte, wollte der das Feld mähen, im Herbst dann. Und dann hat er das Skelett gefunden. Gott, wie schrecklich. Ich habe meinen Sohn natürlich 2 oder 3 Monate vermisst, habe den auch als vermisst gemeldet, habe mir aber nichts bei gedacht, weil ich immer gedacht habe, naja, gut, okay, mit 25 Jahren. Ich denke, dann passiert sowas schon mal, dass man, hat er schon mal gemacht, der war schon mal in Spanien gewesen vor für 3 Wochen oder irgendwie was. Ne? Man hat dann aufgrund des Skeletts, hat man mit einer DNA... Aufgrund des Skeletts... Also ich habe dann, Nachbarn haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass da ein Skelett gefunden wurde in einer Tageszeitung, in der WAZ. Und die haben dann gesagt, hör mal, du vermisst doch den Thorsten. Ja, ich sag sicher vermisse ich. Und die, dann habe ich mich bei der Kripo gemeldet. Ach so lief das. Das heißt, die Polizei hat das selbst gar nicht kombiniert. Da gibt es einen Vermissten und wir gehen der Sache mal nach. Sondern du hast das so in die Wege geleitet, dass die, richtig, dass die das untersuchen. Nachdem das in der Zeitung stand, dass da ein Skelett gefunden wurde. Das sind alles Geschehnisse jetzt von vor 7 Jahren. Ist bis heute noch irgendetwas was Besonderes geschehen? Na klar. Es geschieht heute noch. Ich sehe den Jungen noch vor mir. Ich komm da nicht drüber weg. Und seit 7 Jahren, seitdem das passiert ist und seitdem ich das weiß und seitdem, dass ich weiß, dass er von den Vögeln im Grunde aufgefressen wurde, kann ich keine Vögel mehr leiden. Ich habe mich zwar, ich habe zwar mal was anderes versucht. Ich habe mir ein Zwergpapageienpärchen gekauft, weil ich darüber wegkommen wollte. Ich komme da nicht drüber weg. Die Zwergpapageien habe ich auch nicht mehr. Ja, verstehe. Hast du denn damals dieses Skelett von deinem Sohn auch noch gesehen? Nein, das durfte ich nicht sehen. Ja. Noch nicht mal die Aufnahmen, die die Mordkommission gemacht hat. Also es ging ja über die Mordkommission im Grunde, weil die ja nicht wussten, was... Ja. Also ich verstehe, fragst du mich, was ich für ein Problem habe. Nein, das frage ich dich überhaupt nicht. Das verstehen alle Menschen, die dir jetzt zugehört haben. Es ist schon schlimm genug, dass du deinen Sohn verloren hast. Aber dann auch noch diese Vorstellung, dass der Sohn von Vögeln aufgefressen wurde ist natürlich so unvorstellbar schmerzlich für einen Angehörigen. Was meinst du, wir haben jetzt Januar, ne? Was meinst du, wie viel Elstern und wie viel Raben da draußen rumfliegen? Und du hast immer die Gedanken. Ja, natürlich. Ich sehe die immer auf meinem Jungen, die den auffressen. Ja. Bist du mit der Mutter auch noch zusammen von dem Jungen? Nein, du bist allein. Nein, ich bin seit 15 Jahren geschieden. Ja. Und der Junge war zwischendurch auch 4 Jahre verheiratet, ist dann aber wieder zu mir gezogen. Und wir waren, wie soll ich sagen, nicht ein Herz und eine Seele, ist jetzt blöde. Aber ein gutes Team. Aber wir waren aber auch nicht Vater und Sohn. Ja, verstehe. Sondern wir waren hundertprozentige, dofte Kumpel. Ja, ja. Ne? Werner, jetzt hast du diese 7 Jahre, kann ich mir vorstellen. Aber ich bin noch nicht drüber weg. Und ich komme da nicht drüber weg. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast die 7 Jahre wahrscheinlich dir immer und immer wieder diese grauenhaften Bilder vorgestellt. Immer wieder. Natürlich. Mhm.
Und hast selbst dann noch zu der Eigentherapie gegriffen? Nein, pass mal auf. Ich schaffe mir einen Papagei an, vielleicht komme ich darüber hinweg. Domian, ich sage jetzt ganz einfach mal, ich habe selbst einen Kumpel, einen sehr guten Kumpel, der ist Diplompsychologe, der kann mir auch nicht helfen, weil der ganz einfach sagt, nee, du kommst da nicht drüber weg, du musst damit alleine fertig werden, keiner kann dir helfen. Glaube ich zum Beispiel. In diesen 7 Jahren war ich 5-mal im Krankenhaus, 2/3 von meinem Magen sind wegoperiert worden, ich habe einen Teil vom Darm weg, ich habe alles Mögliche. Du warst und, aber... Und die Ärzte im Krankenhaus können sich das nicht erklären, warum. Ich kann es mir erklären. Denn eigentlich bin ich gesund. Ich kann es mir erklären, weil es die Trauer ist und das Unglück, was in dir sitzt, was nicht verarbeitet ist, verständlicherweise nach so einem Schock. Du warst nie in diesen 7 Jahren in einer Psychotherapie. Ja. Das ist so, du warst nie in einer Psychotherapie. Ja, klar. Ich finde, Werner, dass dein Kumpel, der Psychologe ist, wie du gerade gesagt hast, dass er nicht recht hat. Ich finde, du hast jetzt 7 Jahre es versucht, alleine darüber hinwegzukommen, es alleine zu schaffen. Du hast es nicht geschafft. Und nein, eigentlich ist es auch sehr nachvollziehbar, dass man das nicht alleine schafft. Man müsste Überkräfte haben, um das zu schaffen. Lass mich sagen. Ich bin ganz sicher. Lass mich den Satz zu Ende sagen. Ich bin sicher, dass es ein guter Weg wäre, dass du dir psychologische, professionelle Hilfe suchst. Ja, hab ich doch. Hast du? Ich hab doch gesagt, mein bester Kumpel ist Diplompsychologe. Bist du denn? Und der ist sogar so ein Diplompsychologe, der selbst vor Gericht hin muss. Der als Sachverständiger vor Gericht aussagt. Vielleicht wäre in dem Fall sogar ein Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik sehr gut in deinem Fall. Sag mal, jetzt hören doch so viele Leute dazu. Mhm. Tut mir ein bisschen komisch. Ich will mal Folgendes sagen, Werner. Ich bin ganz sicher, dass es eine Idee gibt, was man machen könnte. Und diese Idee wird dir jetzt mein Psychologe, der im Hintergrund mitgehört hat, der wird dir das jetzt sagen. Weil ich es einfach nicht glauben kann, dass man zu dir sagt, da musst du ganz alleine mit fertig werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es auch da irgendwie einen Weg gibt, zumindest es zu versuchen, dass du Hilfe bekommst. Und das wäre ja nur wirklich dringend nötig nach 7 Jahren Leid, was du hinter dir hast. Ne? Weißt du, es kommt noch dazu. Jetzt hören so viele Leute zu, das wollte ich noch sagen. Ja. Ich kann keine Verbindung mehr eingehen mit jemand. Möchte aber gerne eine Verbindung haben. Aber das darf nicht verkehrt verstanden werden. Ich möchte keine sexuelle Verbindung haben, sondern ganz einfach nur freundschaftlich und okay, so partnerschaftlich. Weil dich das Unglück wahrscheinlich völlig isoliert hat. So, jetzt brechen wir das Gespräch hier ab. Ja, ist okay. Und was sagst du, wie kommen wir weiter? Du legst auf und wirst von uns gleich wieder angerufen und dann wird das Ganze fortgesetzt, okay? Ist in Ordnung. So machen wir es, Werner. Alles, ich bedanke mich. Alles Gute von Herzen. Okay. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, die auch Annette gewählt hat. Annette ist 17. Genau. Hallo Annette. Ich habe ein Problem. Na, und um was geht's denn genau? Ich liebe 2 Männer. Ach, 2 Männer? Ja. Erzähl alles genau. Also den einen habe ich jetzt schon fast 2 Jahre. Mhm. Der ist 23 Jahre alt. Mhm. Und den anderen habe ich durch eine Annonce kennengelernt. Aha, das heißt also, du hast auf eine Annonce geantwortet? Ja. Obwohl du mit dem anderen zusammen warst? Genau. Warum? Weil derjenige in der Gothic-Szene ist. Der Neue? Genau. Mhm. Und der ist 37 Jahre alt. Und jedenfalls schreiben wir uns SMS. Achso, ihr habt euch noch nicht gesehen? Nein, ich habe ihn schon auf dem Foto gesehen und er hat mich schon auf dem Foto gesehen. Wie lange läuft das jetzt schon? Gut, eine Woche. Ach so,
Das ist ja noch beruhigend. Ja. Eine Woche, noch nichts gelaufen. Ja. Aber du sagst, ich liebe zwei Männer. Wie kannst du den denn lieben, wenn du mit dem bisher nur gesimst hast? Er hat mich auch schon angerufen und ich ihn. Und er ist sehr, sehr nett. Er kann mich verstehen. Er versteht meine Probleme. Und versteht dein Freund deine Probleme nicht? Nein. Er ist vor 5 Monaten fremdgegangen mit meiner besten Schulfreundin. Aha, ich höre schon die Zusammenhänge. Das heißt, du willst ihm jetzt auch vielleicht einen auswischen? Nein, irgendwie ja, irgendwie nein. Ich will nochmal auf die Frage zurückkommen. Die ist ja an dieser Stelle auch nochmal sehr passend. Warum du überhaupt auf die Anzeige geantwortet und reagiert hast von dem Neuen? Weil der in der Gothic-Szene ist. Und du auch? Ich möchte gerne da rein. Ach so. Dein Freund ist da auch nicht drin? Nein, er ist total dagegen. Aha, noch ein neues Problem. Warum willst du in die Gothic-Szene? Das sind die Menschen, muss man erklären, die immer so schwarz angezogen durch die Straßen gehen, ne? Mir gefallen die Menschen. Ja, schwarz die angezogen. Die schwarz angezogen sind, genau. Und was die machen, zum Beispiel, dass sie in andere Clubs gehen, dass sie jeden verstehen. Mhm. Und, meinst du, die verstehen mehr andere Leute als andere Leute verstehen? Genau. Meinst du? Ja. Woher weißt du das? Ich schätze es mal so. Naja, das ist vielleicht auch ein bisschen jetzt schön geredet. Naja, also du findest die Leute schön, sagst du, die gehen in Clubs, die du ganz gut findest, aber da steckt ja noch mehr Ideologie hinter, eine Haltung hinter, wenn man in der Szene drin ist. Was zieht dich denn da hin? Die schwarze Magie. Ah. Und der 30-Jährige ist da gut drauf in der Beziehung. Genau. Warum zieht dich die schwarze Magie an? Das ist schon seit 5 Jahren so. Mhm. Ich kann das mal kurz erklären. Ich war vor 5 Jahren in Berlin gewesen mit meiner Mutter. Und da saß ein schwarzer Mann in der S-Bahn, also der schwarze angezogen war. Und seitdem will ich nur noch rein und schwarz anziehen. Nur weil da der schwarze Mann saß? Ja. Das ist ja auch ein bisschen schräg, ne? Ja. Wenn du jetzt mit dem geredet hättest und der dir vielleicht von der Szene interessante Dinge erzählt hätte. Aber du hast ihn nur gesehen? Na, ich hole mir jeden Monat eine Zeitung. Hör mal, da warst du ja wirklich noch ein Kind, als du den gesehen hast. Ja. Aber gut, und ich lese diese Zeitung und verstehe, was sie da schreiben. Da sind auch Gothic-CDs drin. Also, ich merke schon, dich zieht so eine gewisse Mystik an. Genau. Dich zieht diese Musik an. Genau. Dich ziehen vielleicht auch so diese Rituale an, die die Leute in dieser Szene pflegen. Ja. So in der Richtung. Ja. Ne? Kann man ja so allgemein vielleicht ausdrücken. Ja, aber da gibt es ja auch durchaus nette Leute, also wir wollen das ja auch nicht verteufeln jetzt, da gibt es ja auch, das ist ja okay. Ja. Sicher gibt es da auch Auswüchse, die nicht okay sind, aber so im Großen und Ganzen ist es völlig okay. Ja, aber die Scheiße ist ja damals mal so, dass mein Freund oder mein Verlobter was dagegen hat. Ach, ihr seid sogar verlobt? Ja. Weißt du, Annette, du musst irgendwie klar Tisch machen, finde ich. Ich finde nicht, du bist mit deinem Freund seit 2 Jahren zusammen. Und das klappt irgendwie nicht so richtig. Du willst irgendwo anders hin und er findet das blöd und dann ist er fremdgegangen und du bist sauer auf ihn und du fängst jetzt da heimlich so eine andere Sache an. Das ist alles Kuddelmuddel, finde ich. Ich finde, wenn, musst du erstmal eine klare Entscheidung treffen, was deine Beziehung angeht. Und dann, je nachdem, wie du dich entschieden hast, nehmen wir mal an, du würdest dich für eine Trennung entscheiden. Dann kannst du ja deinen Weg gehen und dich ausprobieren und mal da reinschnuppern und hier reinschnuppern. Ja. Aber das jetzt so parallel laufen zu lassen und dann auch vielleicht auch noch eine Weile heimlich, ist alles nicht in Ordnung. Tust du dir selbst auch nicht gut mit. Ja. Würdest du denn sagen, dass du deinen Freund, mit dem du 2 Jahre zusammen bist, ist die Liebe noch so richtig da oder eher angeknackst? Angeknackst. Ich würde mich erst um die Beziehung kümmern. Ne? Finde ich wichtig.
Jo. Und wenn auch die traurige Erkenntnis dann vielleicht nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten rauskommt, das ist es nicht mehr, aber dann weißt du Bescheid und du stehst auch, kannst auch klar dastehen und kannst sagen, ich habe mich korrekt verhalten. Im Moment läuft die Gefahr, dich nicht mehr korrekt zu verhalten, weil du heimlich was anderes angefangen hast. Jo. Ne? Ja. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Deine Sendung ist toll, weil ich sie schon seit 2 Monaten gucke. Das ist schön, freut mich, dass du sagst, Annette. Jo. Alles Liebe, tschüss. Bye. Jo. Sebastian, 23, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja. Hallo. Hallo. Endlich rede ich auch mal mit dir. Ja, endlich. Klasse. Ja. Über was reden wir denn? Über ein für mich sehr Ärgerthema, und zwar, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Hatten wir gestern auch schon ein bisschen das Thema. Ja, da, das war eigentlich so der Grund, warum ich jetzt auch mal angerufen habe. Hatte ja. Ich eigentlich auch schon vorgehabt, seitdem das da anfing, aber ja. Naja, gut. Jetzt sind wir alle sehr, ganz, sehr gespannt, was du im Einzelnen dazu meinst und zu sagen ja, hast. Ja, also ich bin ganz deiner Meinung, muss ich sagen. Das hast du ja gestern auch gesagt. Also ich finde, es ist eigentlich eine Schande, dass sowas ausgestrahlt wird. Mhm. Gerade von Sender wie RTL hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Doch, wenn, dann hätte ich es von denen erwartet. Ja, naja gut, okay, die hatten ja schon so Sachen wie Big Brother und so, oh, ja. Aber das trifft wirklich, das schießt dem fast den Boden aus, wie man so schön sagt. Ja. Ich finde es eigentlich, also wenn ich mal so mit anfangen kann, ich fange mal mit Susanne Starnke an. Ja. War ja auch wohl irgendwie in der Tagesschau schon jahrelang. Und dann, ja, die war mal Tagesschausprecherin. Genau. Und dann wollte sie Hollywood-Star werden. Ja, genau. Und das ist kläglich gescheitert. Richtig. Und das ist, finde ich, der letzte Sprung, wo die sich jetzt alle so auf dem Niveau begeben. So ist das. Diese Leute kennt, sage ich mir, keiner mehr, außer jetzt, also mir sagen die jetzt alle eigentlich recht wenig, außer jetzt aktuell noch der Kübelböck. Ja. Wobei der auch überhaupt nicht, also das ist ein Getue und ein, also mir fallen da nichts mehr ein, ja. Wenn ich dich frage, warum meinst du, sollte so eine Sendung nicht produziert und nicht ausgestrahlt werden? Was für ein Argument oder Argumente hättest du? Naja, in erster Linie, weil es, finde ich, peinlich ist, dass man sich so gibt im Fernsehen. Ja, nur sagen die Befürworter, die sitzen da ja freiwillig, die Hanseln. Ja, genau, aber das ist ja wiederum, das verbinde ich mit so einem Ganzen. Also ich muss dazu sagen, wenn du jetzt sagst dann zu mir, na gut, die sitzen da freiwillig, ja. Das stimmt ja wohl, aber auch nur im Hinterkopf, ah naja komm, vielleicht werde ich so wieder bekannt, ja, bekannter nur, ja. Und Kohle hin und Kohle her. Mhm. Es ist wirklich eigentlich traurig, wenn ich meine, ich verfolge das nicht regelmäßig, ja. Ich gucke aber immer mal so rein, ich steppe immer mal so. So geht's mir auch. Und warum? Weil ich so ein, wie wir ganzen Deutschen, ein sehr neugieriges Volk sind und ich lache immer nur dann. Also ich finde es wirklich nur traurig eigentlich. So, wo wir beiden das nur so sporadisch gucken. Mhm. Aber wir haben ja eine gewisse Meinung schon über die Leute. Ja. Wer ist dir denn der Unsympathischste in dieser Gruppe? Ich bin gespannt. Ich sage jetzt mal alle. Alle. Würde ich jetzt mal so sagen. Das also, ist schon... Von denen ist mir keiner sympathisch. Ja, das finde ich gut. Das ist eine gute Grundaussage. Aber es gibt immer noch so eine kleine Steigerung noch. Naja, gut, vielleicht der Costa Cordalis, der ist so ein... Der, Anita. Ja, genau. Sang der sieht es alles, denke ich mal, auch so ein bisschen als... Das ist, finde ich, der Einzige, der das Ganze so ein bisschen als wirklichen reinen Spaß sieht. Die anderen, die sehen meines Erachtens, wie ich schon sagte, nur ihre Bekanntheit dadurch, weil die Leute, die sagen mir eigentlich im Prinzip alle recht wenig. Ja. Und nur weil sie da jetzt mal in so einer Show auftreten, wo wirklich lächerlich ist. Und ich meine, mal abgesehen von den Moderatoren, also zum Dirk Bach passt das mal überhaupt nicht. Und die Sonja Zietlow, das ist in meinen Augen eigentlich eine Frau, die hat es auch nicht wirklich weiter, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier so sagen muss, aber gebracht hat. Also ich muss sagen, dass ich am unsympathischsten in der Gruppe finde ich die Frau Beil. Ja, die ja gut, das ist natürlich so sehr die Zicke unter den ganzen. Ne? Wow. Aber es ist. Ich finde aber auch, um da anzuknüpfen, was du gerade gesagt hast, ich finde auch sehr unsympathisch die Moderatorin. Diese Sonja. Ja, die ist, finde ich, meines Erachtens auch, das ist eine ganz schön freche und linke, wenn du mich frierst. Und so. Ich schätze auch, die ist im wahren Leben so. Ja, vielleicht, man weiß es nicht, ja. So würde ich die einschätzen, weil die genießen da ihr Leben. Ich weiß nicht, was die da den ganzen Tag machen, wenn die da, ich weiß auch nicht, wo die da wohnen, ob die da auch irgendwie nebenan wohnen oder so. Die werden im Superhotel wohnen, bestimmt. Das denke ich mir nämlich auch. Das glaube ich auch, ja. Und verstehst du, was mich dabei eigentlich noch so ärgert an der ganzen Sache ist, die
naja, der Kübelböck, der zieht da seine Show weiterhin ab, der bringt ja auch keine Lieder mehr wirklich. Und was mich halt nur ärgert, sind, wenn man jetzt mal auf Sache Tiere geht. Mhm. Ich finde es eine Tierquälerei, was die da mit den Tieren machen. Du meinst, wenn die Kakerlaken über Daniel Kübelböck laufen müssen? Ja, das sowieso. Also wenn ich da Kakerlake wäre, um Gottes Willen. Ich will jetzt die Kleinen keinen wirklich so schlecht reden. Nein, aber mir geht es darum, ich erinnere an eine Szene, ich glaube, es war vorgestern, da hat sich, ich glaube, es war der Kübelböck in so ein Aquarium, dieses Horror-Aquarium. Ja. Mir haben einfach am Schluss die Fische leid getan, die dann durch seine Birne rauslutschten, auf dem Boden lagen und haben da gezappelt. Ja? Ja. Es ist einfach nur eine Sauerei und das von dem Fernsehsender. Aber du musst doch letztendlich Spaß daran gehabt haben, dann als die Straußen die Frau Beil gekniffen haben. Ja, das habe ich wirklich toll gefunden. Aber dann die Ausdrücke von ihr, ich meine, das ist kein Niveau. Mhm. Die waren alle mal im Fernsehen und von so einer, ich muss wieder mal die Frau Stanke in Bezug nehmen, das ist eine, die war in einer niveauvollen Sendung, sage ich mal, die hat Tagesschau moderiert, dass sowas sich da überhaupt mit abgeben will. Also, wir sind uns einig, dass das unterstes Niveau ist, was da passiert. Ja. Und ne, so ist es. Wirklich unterstes trivialen Niveau. Ja, und wie ich schon mitgekriegt habe, wollen sie ja das eventuell sogar einstellen früher. Ging so hier die Medium doch, irgendwas stand da mal, habe ich mal gelesen im Internet. Aber ich finde, sowas darf eigentlich nicht sein, weil es ist einfach nur billig. Da wird uns vorgegaukelt, was weiß ich, schützt den Urwald und Tiere und die machen gerade das Gegenteil. Ja. Und das ist kein Vorbild für uns. Klare Meinungsäußerung von Sebastian. Auf jeden Fall. Danke für deinen Anruf. Eine Bitte hätte ich noch. Ich hätte unheimlich gern von dir ein Autogramm. Dann legst du auf und wir rufen dich auch gleich an. Danke dir. Okay, tschüss. Tschüss. Soweit zum Thema Holt mich heraus. Dieser Titel ist ja wirklich, also der ist so genial trivial, dass es schon wieder eine tolle Leistung ist, sich so einen Titel auszudenken. Ne? Ich bin ein Star, hol mich heraus. Und wenn man sich dann die Leute anguckt, die da sind, naja. So, wir wollen da auch nicht zu viel drüber reden, dann dienen wir der Sache ja auch nur. Daniel, 17 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Daniel. Um was geht's denn bei dir? Es geht bei mir um das Thema, ich kann den Tod spüren. Du kannst den Tod spüren? Ja, und das ist mir viermal passiert. Was bedeutet das, ich kann den Tod spüren? Ich fange mal von vorne an. Ja. Und zwar 1995 bin ich von der Schule nach Hause gekommen. Ich hatte damals ein Kaninchen, das war schon ziemlich alt. Meine Mutter macht die Tür auf und ich sage ihr ins Gesicht, dieses Tier, also dass dieses Tier gestorben ist. Und es war gestorben? Und es war tot. Es war morgens, lag es tot im Stall. Mhm. Und sie fragte mich, woher ich das wüsste. Ich sage, ich weiß es nicht. Mir den ganzen Tag vor, also den ganzen Morgen war ich unruhig. Ich fühlte, es war was passiert. Aber du konntest das nicht so genau einordnen. Aber als du dann nach Hause kamst, war es plötzlich klar, es ist das Kaninchen. Ja, genau. Dann zwei Jahre später, 1997, bin ich nachmittags zu meiner Oma gefahren. Ja. Die litt jahrelang an Multiple Sklerose in schwerster Form. Ja. Ich bin an ihr Bett gegangen, habe ihre Hände genommen und ich spürte in dem Moment, dass sie sterben wird. Ich spürte es. Es war wie so eine heruntergebrannte Kerze, die flackert. Und wann ist sie dann verstorben? In derselben Nacht. In derselben Nacht. Nun könnte man da ja vielleicht noch sagen, naja, es war vielleicht auch eine sehr kluge, einfach eine kluge Einschätzung. Dass die Frau war sehr krank und dass man das dann so denkt auch. Jetzt wird sie vielleicht sterben. Das könnte man denken, aber im Jahr 2000 ist es nochmal passiert. Und zwar waren wir bei Bekannten eingeladen zu feiern. Ja. Und der Nachbar, der ist noch zu uns rübergekommen. Ich kannte den, habe ihm die Hand gegeben. Ja. Und auch bei ihm spürte ich, dass er sterben wird. Ich weiß nicht, woher es war. War das dasselbe Gefühl, was du hattest, wie das Gefühl bei deiner Oma? Oder war es irgendwie anders wieder? Nicht ganz so stark. Bei meiner Oma war es richtig stark. Ich wusste, es wird bald geschehen. Beschreib mal dieses Gefühl mit dem Nachbarn. Du gibst ihm die Hand und du sagst, ich habe gespürt, dass er sterben wird. Was ist das für ein Gefühl? Ist es dir kalt geworden? Hast du ein Bild vor Augen gehabt? Es ist kühl. Es wird kühl, so würde ich es beschreiben. Kurzfristig und nur?
Bitte? Wo wird es kühl? An der Hand oder in deinem Körper? Oder? Es ist so ein aufsteigendes Gefühl. Es geht von der Hand bis verteilt sich im ganzen Körper. In dem Moment, als du ihn berührt hast? Ja. Und wie lange hielt das an? So lange, wie die Berührung vorhielt? Ich habe dann die Hand weggezogen und es dauerte dann noch eine Zeit, bis dieses Gefühl wieder richtig weg war. Wann ist der Mann dann verstorben? 2 Wochen später hat er seinen Geburtstag gefeiert, ist abends ins Bett gegangen und ist morgens nicht mehr aufgewacht. Der war 55 Jahre alt. Der ist an einer Herzattacke gestorben. Gibt es noch so ein Beispiel? Ja, und zwar 2001. Und zwar meine Englischlehrerin ist schwer an Brustkrebs erkrankt. Mhm. Und ich war sehr gut mit ihr bekannt. Ich war auch öfters bei ihr zu Hause und dann habe ich sie besucht und sie erzählte mir allemal, wie gut es ihr ging und das hätte angeschlagen. Und ich habe mich dann von ihr verabschiedet und spürte genau dasselbe. Ich spürte, das wird nichts mehr. War es da wieder dieses Gefühl der Kälte? Ja. Du wirst sterben, dachte ich so bei mir. Ich konnte es ja natürlich nicht sagen. Und sie ist dann wirklich auch später verstorben. Mhm. An den Folgen des Brustkrebs. Es hatten sich Metastasen gebildet und im Körper verteilt. Da, in diesem Fall könnte man ja auch nochmal erklären und sagen, na gut, das war ja auch wahrscheinlich zu erwarten, dass die Frau stirbt. Nee, es war ja, also sie sagte, es hätte angeschlagen, es hätten sich... wären keine Metastasen da gewesen. Also ihr ging es sehr gut, muss man sagen. Gut, aber das andere Beispiel mit dem Nachbarn ist ja nun, da war ja nichts und du hast es dennoch. Das war nicht erkennbar, ne? Du hast das Gespräch aufgemacht, gerade mit diesem doch sehr wahnsinnigen Satz. Ich fühle den Tod. Ja. Macht dir das Angst? Es ist schon ein komisches Gefühl, auch gerade bei Menschen, die einem nahestehen. Ne? Wenn ich du wäre, hätte ich, glaube ich, Angst. Ja, was heißt Angst? Es ist schon beängstigend. Und wie gesagt, ich bin dann auch erstmal nach Hause und da musst du mal erstmal tief durchatmen. Ne? Vielleicht bist du wirklich ein Mensch, der besondere Fähigkeiten hat. Hast du das denn vielleicht in anderer Weise auch schon mal bemerkt, dass du Dinge weißt, die andere nicht wissen, Dinge vielleicht vorausahnst, vielleicht auch gute Dinge? Oder bezieht sich das immer auf den Tod? Bis jetzt hat es sich immer nur auf den Tod bezogen. Also Beschäftigst du dich auch mit solchen Dingen, mit solchen vielleicht etwas übernatürlichen Phänomenen? Und nein, eigentlich nicht. Also ich bin deutscher Durchschnittsbürger. Ja. Nein, überhaupt nicht eigentlich. Aber wie gesagt, man gibt einem Menschen die Hand und man spürt, dass es sterben wird. Es ist bisher, außer mit dem Kaninchen, immer über Körperkontakt gelaufen. Immer über Körperkontakt. Ne? Dem Moment, wo du an jemanden anfasst, dann weißt du das. Ja. Ist das so eine Sache, die du sehr viel im Kopf hast, die dich vielleicht gar belastet? Oder sagst du, gut, das ist halt ein Teil von mir, so ist halt mein Leben? Also ich akzeptiere es und das ist jetzt ja auch schon... Ja, was heißt, es tritt ja nicht immer auf, wenn ich jetzt... die Hand schüttle. Ich finde das gut, ich finde es respektabel und dass du sagst, ich akzeptiere das. Es scheint ja wirklich es ist ein Teil von dir, dass du dass du diese Fähigkeit oder wie man es benennen mag, diese Sensibilität hast. Vielleicht hast du noch viel andere, noch größere Sensibilitäten, die noch verschüttet sind, die sich vielleicht auch noch, du bist ja erst 17, ihren Weg, du bist ein begabter Mensch. Redest du mit anderen Menschen darüber? Nein, ich muss sagen, du bist der Erste, mit dem ehrlich? Ich darüber spreche. Ehrlich? Auch nicht deinen Eltern? Nein, nicht meinen Eltern. Warum nicht? Naja, ich kann meiner Mutter, hätte ich ja schlecht sagen können, dass ihre Mutter sterben wird und... Na gut, aber du hättest ja hinterher darüber sprechen können. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das hätte sie eher tief geschockt als Verständnis aufgebracht. Weil es ist ja wirklich etwas unglaubhaft, wenn man das jetzt so sagt. Ne? Es hört sich wirklich unglaubhaft an. Ja, aber du hast es für mich sehr glaubhaft erzählt. Mhm. Sodass ich da keinen Zweifel dran hege an dem, was du erzählt hast. Auch noch nie einem besten Freund?
Noch nie. Also du bist wirklich der Erste, mit dem ich darüber spreche. Wie kam denn dann die Entscheidung zu sagen, ich rufe ich da mal an und erzähle das? Ich habe gestern deine Sendung gehört und da war das Thema ja unfassbar, aber wahr. Stimmt, da passt das ja gut rein, ja. Ja, und deshalb habe ich heute angerufen. Gestern bin ich nämlich nicht durchgekommen und ich fand, das passte dazu. Und ja, da habe ich gedacht, rufe ich mal an. Du hast gerade gesagt, ich bin so ein richtig stinknormaler deutscher Durchschnittsbürger. Ja. und beschäftigst dich auch nicht mit solchen Dingen. Bist du denn auf der anderen Seite religiös oder ist das auch alles ganz normal? Ich glaube, mich bezeichnet man als U-Boot-Christen. Ich tauche dann ab und zu mal in der Kirche auf. Nee, also so richtig streng glaube ich überhaupt nicht. Ja, ja. Nein, überhaupt nicht. Also wo man dann schon mal hingeht, zu Weihnachten in die Kirche, aber ich da überall Kreuze hängen habe in meinem Zimmer, ich bin katholisch. Also ich bin ganz beruhigt, dass du so gesagt hast, das gehört zu meinem Leben dazu. Ich mache mir da nicht den großen Kopf. Ich bin auch nicht sehr ängstlich. Ich akzeptiere das. Das ist auch ich. Das bedeutet auch ich. Ja, genau. Ja. Das ist aber wirklich, wirklich unfassbar, aber wahr. Aber ich glaube, dass die Welt und die Geschichte, die Vergangenheit voll von Menschen ist, die immer wieder solche Fähigkeiten und solche Sensibilitäten auch hatten. Das ist zwar eine Minderheit, aber es gibt es immer und immer wieder. Ich fand es sehr nett, mit dir gesprochen zu haben, Daniel. Ja. Wünsche alles Liebe und alles Gute. Dir auch. Okay. Dankeschön. Tschüss. So, tschüss. Heiko, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, Heiko, grüße dich. Was geht's bei dir? Guten Morgen, Jürgen. Es geht um Folgendes. Ich bin seit 1998 an einer schweren Nervkrankheit erkrankt. 1990? Seit 1998. 98, ja. Und diese Erbkrankheit, die kann eventuell geheilt werden mit der Verwendung von embryonalen Stammzellen. Und das ist natürlich ein Thema, was ethisch, moralisch diskutiert wird und was heftig diskutiert wird. Bitte? Heftig diskutiert wird, ja, seit geraumer Zeit schon, ja. Und ich vermute, also dass die Ethikkommission des Bundesrates oder des Bundestages oder sowas, gibt so eine Ethikkommission, die sich damit beschäftigt, dass die wahrscheinlich sich dagegen entscheiden. Ja, dagegen entscheiden wird. Wie heißt diese Erkrankung, die du hast? Oh, das ist ein Zungenbrecher, ja. Spinocerebellare Ataxie. Oh ja, das ist wirklich ein Zungenbrecher. Wie macht sich diese Krankheit bemerkbar? In dem Verlust der Kontrolle sämtlicher Körperfunktionen, die vom Kleinhirn gesteuert werden. Ich habe so den Eindruck, dass du auch ein gewisses Problem mit dem Sprechen hast. Stimmt das? Ja, das macht sich so bemerkbar. Also man kann dich gut verstehen, aber ich wollte es nur fragen. Das ist schon, ja, ja. Verwaschene Sprache und torkeliger Gang gehört zum Beispiel dazu, sodass ich auch 1998 dann relativ schnell meinen Job aufgegeben habe, weil ich musste viel Auto fahren und die Polizei hat mich öfter mal angehalten und hat dann gesagt, das ist nicht so gut. Ja. Wie habe ich mich dich vorzustellen? Du sagst, du gehst sehr torkelig, du hast keine richtige Koordination über auch über Hände und Füße und Beine. Hast du Schmerzen auch? Schmerzen habe ich auch, ja. Wo hast du die Schmerzen? In den Oberschenkeln. Ja. Kannst du alleine gehen noch? Ja, das geht noch einigermaßen. Also ich habe in letzter Zeit, seit einem halben Jahr ungefähr, habe ich so eine Steifheit in den Beingelenken. Ja. Aber wenn ich dann einmal gehe, dann geht's auch noch. Also ich gehe am Stock. Ja. Du bist wahrscheinlich jetzt schon verrentet, ne? Ja. Wenn nichts getan wird, wie schreitet diese Krankheit fort? Was droht dir? Es droht mir der Rollstuhl, der Verlust der Sprache. Ja. Und mit 60 werde ich dann ungefähr sterben. Und zwar wahrscheinlich
an einer Lungenkrankheit. Ja, das kann man alles schon sofort. Eine Lungenentzündung oder sowas. Ja. Man kann auf dem derzeitigen Stand der Wissenschaft kann man dir nicht helfen mit den Dingen, die es gibt. Nee. Das heißt also, über diese Embryonalforschung wäre es möglich, mit Stammzellen dir zu helfen. Das ist wieder ich finde es immer gut, wenn man über dieses Thema spricht, wenn man dann auch konkrete Fälle hat. Wenn es nicht nur einfach so eine schön geistige oder einfach eine theoretische Diskussion ist, sondern wenn man sich vorstellt, dass da auch immer Menschen hinterstecken und denen man helfen kann. Ja. Aufgrund deiner Betroffenheit muss ich dich ja gar nicht fragen, ob du diese Forschung befürworten würdest. Und nee, die Nutzung. Nicht. Ja. Ich sehe das genauso wie du. Und glaube, soweit ich informiert bin, ich bin jetzt nicht ganz aktuell eingelesen in das Thema, aber weiß, dass sehr vielen Menschen geholfen werden könnte. Und ich habe diese ethischen Bedenken nicht. Hast du so ein Gefühl, wenn du die Politiker darüber reden hörst, die sicher mit sehr ehrenwerten Argumenten auch dagegen sind? Einige. Ja. Was für Gefühle hast du dann? Denkst du, ja, was für Gefühle hast du dann? Oh, das ist... Also ich habe mich mit den Politikern, die darüber reden, relativ häufig auseinandergesetzt, also ziemlich... Ich unterbreche dich. Hat man da so ein Gefühl als betroffener Mensch, wenn du meine Krankheit hättest, dann würdest du genau jetzt vor den Kameras in der Pressekonferenz ganz anders reden? Ja. Ist es sowas, was in dir vorgeht? Ja. Ja, das kann auch unser verehrter Herr Bundespräsident, der Herr Rau, der ist da speziell in meiner Schusslinie. Bist du irgendwo in eine Initiative, die diese Richtung, die du vertrittst, mehr forciert? Oder ist das einfach so eine private Meinungsäußerung jetzt auch von dir? Ich habe dich jetzt leider akustisch nicht verstanden. Bist du irgendwo auch organisiert in irgendeiner, vielleicht einer Patientenvereinigung, die ihre... Ja. Das bist du, ja. Ja, das bin ich. Ja. Das bin ich. Also ich bin Mitglied im VDK, das ist der Verband der Kriegsdienstbeschädigten, Behinderten und Sozialrentner Deutschlands. Ja. Und... innerhalb des VDKs wird das Thema auch diskutiert. Ja, das glaube ich, das weiß ich auch, ja. Heiko, bist du verheiratet oder hast du eine Familie? Ja, ich bin verheiratet. Ja. Das hat ja dann auch einen gravierenden Einschnitt in deine Beziehung und deine Ehe sicher gehabt, der Ausbruch der Erkrankung. Ja. Wie geht deine Familie, deine Frau damit um? Meine Frau geht damit sehr gut um, weil sie vornherein wusste, dass bei mir die Möglichkeit besteht, dass ich die Erkrankung habe. Ach so, die kam gar nicht aus heiterem Himmel. Nee. Das heißt, man wusste das, man wusste nur nicht, wann es ausbricht. Nee, man wusste, dass die Möglichkeit besteht, dass ich die Erkrankung habe. Ja. Und die absolute Sicherheit ist dann 1996 beim Gentest. Ja. Da habe ich einen Gentest machen lassen und 1996 ist dann festgestellt worden, dass ich diese Krankheit habe. Ich habe gerade immer so gesagt, Familie. Habt ihr denn auch Kinder? Nein. Nein, ich habe keine Kinder. Aber du fühlst dich von deiner Frau weiterhin gut betreut und sie das hat die Ehe nicht irritiert oder gar zerstört? Nein. Was ja auch sehr wichtig ist, ne, wenn man schon so eine schwere Erkrankung hat, dass der Partner dann zu einem hält. Ja, man dann Rückhalt hat. Man hat ja schon schlimme Sachen gehört, wo dann die Partner weggehen, ne, wenn der Mensch krank wird. Lieber Heiko, die Sendung ist zu Ende. Ja. Ich glaube, dass wir einigermaßen umfassend haben sprechen können. Und ich fand es, ich sag's nochmal, interessant, wirklich mit jemandem auch über diese Thematik, wenn auch jetzt nur ansatzweise gesprochen zu haben, der selbst betroffen ist davon und wo etwas Theoretisches plötzlich ganz, ganz praktisch wird und ganz handfest wird. Von Herzen wünsche ich dir alles, alles Gute, Heiko. Alles klar. Auf Wiederhören. Okay, auf Wiederhören. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Malte Imels. Morgen haben wir Freitag. Das heißt, heute ist schon Freitag, aber ich sage immer morgen. Freitagnacht ist ja auch eine freie Themennacht. Und ich sage es euch jetzt nochmal, dass die Möglichkeit, telefonisch durchzukommen, immer sehr gut ist, schon in der Zeit zwischen 0 Uhr und 1 Uhr. Mailen ist natürlich immer optimal. domian@wdr.de. Faxen kommt auch gut. 0800 22
050 51 oder natürlich telefonieren 0800 220 50 50. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Ciao.